getötet. Scheiße! Fuck! Scheiße! Okay, jetzt finde ich langsam nicht mehr lustig. Er ist echt schon richtig lange nicht da. Ich mach mir langsam ein bisschen Sorgen. Scheiße! Fuck! Das ist doch nicht wahr, Alter! Ich bin einmal gegen den Stein gekommen, dann war's das schon. Ich bin komplett nass. Ich habe überhaupt nicht viel geschafft. Oh, was ist passiert? Wie schnell ging das denn? Ich denke, ich habe einen Wildwasserkajak. Danke, Otto Versand. Da stimmt überhaupt nichts mit. Das Ding ist scheiße. Fuck! Ich habe keine Paddel mehr. Ich habe hier extra so eine scheiß Schnur. Ich habe es nicht rangemacht. Was mache ich jetzt? Weiß jetzt nicht, ob ich da wieder rein kann. Ohne Paddel. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen kalt. Oh. Scheiße, Mann. Er ist immer noch nicht da. Bin echt viel gelaufen jetzt. Der ist nicht zu sehen. Ich bin gekentert. Lass ich mich jetzt einfach treiben? Scheiße. Ich glaube, ich muss... Fuck. Da ist mein Paddel. Da hängt mein scheiß Paddel. Bin jetzt gerade echt ein bisschen ratlos. Ich sehe mein Paddel. Wenn ich mir das hole, könnte ich nochmal versuchen, runterzufahren. Scheiße ist, dass ich nicht mit Hannes kommunizieren kann. Der weiß gerade nicht, was abgeht. Ich versuche jetzt hier über die Steine nach oben zu laufen. Ich mache mir gerade echt ein bisschen Sorgen. Es ist richtig lange Zeit. Warum hat der das geschafft und ich nicht? Scheiße. Ich muss auch raus aus den nassen Klamotten. Und ich bin die ganze Zeit überlegen. Der Drop, der ist schon turbo heftig. Ich sehe da schon den Stein. Da hinten ist Hannes. Okay, ich sehe jemanden ziemlich weit weg stehen. Oh Gott, dann ist er, glaube ich, gleich am Anfang gekentert. Oh, er geht an der falschen Seite rüber. So kann er mir nicht helfen. Digga, scheiße. Okay, ich versuche das jetzt hier runter. Er setzt jetzt schon auf. Scheiße ist, dass Hannes da hinten auf der falschen Seite ist. Er versucht mir irgendwas zu sagen. Ich kann es aber nicht sehen, ist zu weit weg. Es bringt gar nichts, dass er jetzt hierher kommt. Er kann ja nicht hier rüber. Das sieht alles so harmlos aus, aber hier ist voll Action. Ein Riesenstein, wo das Wasser natürlich rüberknallt. Und keine Ahnung, warum mein Paddel da festhängt. Es wäre, glaube ich, mega dumm, da hinzugehen. Ich versuche das Boot jetzt hier runterzuziehen und den ganzen Scheißweg quasi mit meinem Kajak hier Gassi zu gehen. So, ich habe Brian gefunden. Er ist gekentert. Er versucht hier, glaube ich, das Boot so per Strippe Meter für Meter runterzulassen. Ich hoffe, das geht jetzt glatt, Alter. Jetzt zieht das da rein. Scheiße. Komm, geh rum. Ja. Okay. Komm. Nicht quer. Mann, scheiße. Ja. Komm schon. Bitte. Fest hinstellen und wieder festhalten. Sehr gut. Ich hab's immer noch drauf. Oh. Nein. Scheiße. Oh. Scheiße. Wieder so eine Scheißstelle. Ich weiß nicht, wie Hannes das gemacht hat. Hier sind ja überall mal Felsen drinne. So scheiß Stromschnellen sind nicht zu unterschätzen. Macht so einen Scheiß auf jeden Fall nicht alleine und nicht ohne Schwimmweste. Und wenn es hart auf hart kommt, scheißt auf alles. Komm, geh vorbei. Jawohl. Das ist doch nicht wahr, ey. Mitten in den wilden Stromschnellen Schwedens kämpft sich ein junger Abenteurer voran. Sein Kajak gekentert. Seine einzige Chance, zu Fuß weiter. Ja, ist das anstrengend. Die Strömung reißt unaufhaltsam an ihn, während er sich mühsam am Rand der Klippen entlanghangelt. Es hängt!
es hängt fest. Scheiße! Auf der anderen Seite des tosenden Flusses, sein Freund, hilflos, den Blick voller Sorge. Aber auf jeden Fall auch witzig, wenn irgendwie einfach nur Teile von ihm oder der Carrion ankommen. Die Distanz zwischen ihnen scheint unüberwindbar. Oh nein! Fuck! Jetzt ist alles voller Wasser. Doch er lässt sich nicht beirren. Und jetzt halt fest, Brian. Sein Ziel, das rettende Ufer, bevor die Natur ihm keine Chance mehr lässt. Geht mit seinem Boot wie andere mit ihrem Hund. Im allerletzten Moment greift er nach einem Felsen und zieht sich aus den reißenden Flug. Oh. Völlig erschöpft, die Kräfte am Ende. Ja, komm mal her hier. Er hat es geschafft. Nur ein Hauch hat ihn vom sicheren Tod getrennt. Digga, du hast es geschafft. Ach Mann, ey, tut mir echt leid. Also, wenn man sich das mal anguckt, ne? Hä? Ich stand vorne an einer Stelle, da waren 5 Steine, wo exakt das gleiche passiert wäre, definitiv. Ja. Und das Ganze hatten wir ungefähr 5-mal. Also gehen wir mal von 25 Situationen aus. Ich habe die allererste nicht gepackt. Leute, das ist, wir haben eine Jahreszeit, wo es klar geht. Mach sowas nicht alleine. Im Winter, oder Schneeschmelze im Frühjahr, dann das ist das hier heftiger. Nicht ohne. Definitiv. Das ist aber nicht ohne. So, wir haben das jetzt gemacht, wir haben es geschafft. Keine Ahnung. Können jetzt Leute drüber urteilen, ob das dumm oder gut war. Weiß ich auch nicht. Und der Typ hier mit dem 150 Euro Kleinanzeigenboot fährt hier runter, Alter. Und ich habe hier einen Taui hingelegt. Okay. Ich bin auf jeden Fall komplett nass. Ich habe ja erstmal geguckt. Gott sei Dank ist von den Sachen alles cool. Ich muss jetzt nur ganz schnell aus den Sachen raus. Es ist gut gelaufen. Im Nachhinein kann man drüber lachen. Oh, perfekt. Oh. So Leute, das ist unser neuer Spot. Richtig schön am Wasser. Und hier oben ist unser Camp. Wir bauen uns jetzt heute mal das alles ein bisschen auf für 2 Tage, weil wir vermuten, dass wir dahinter mit dem Helikopter abgeholt werden können. Aber erstmal muss ich jetzt hier weiter meinen ganzen Scheiß aufhängen. Oh, keine Bremsspur. Da habe ich eigentlich was anderes erwartet. Ich dachte, ich habe ein bisschen Übung durch Südseecamp. Kennst du Südseecamp? Nee. Das ist bei uns ein Schwimmbad, wo sie ein Wellenbecken haben. Okay, such dir deinen Schlafplatz. Ich suche mir meinen. Meiner wird besser. Erstmal mal hochgucken, hier nicht den Niklas machen. Ach ja, ich habe ja noch einen Tab. Geht ja gar nicht mit dem Stein. Naja. Ich bin doch MacGyver, Alter. Da, wo die meisten Leute jetzt aufgegeben hätten. Hier, geht nicht mit dem Tab. Da komme ich und zeige euch, dass es echt nicht geht. Alter, das ist doch auch scheiße mit dem Baum mit dem Tab. Da muss ich heute auch einen Baum fällen. Abbruch. Du bist ganz schön wieder gut drauf schon. Ja, Digga, mir wurde heute mal so richtig so auf schwedischen Style die Kimme gewaschen, ey. Und bist du schon besoffen? Nein, ich glaube, ich bin übermüdet, es tut mir leid. Feierabend. Und zack, Mückengitter. Das gibt's nicht. Ich bin am Ende. Und hier kommt er wieder, der klassische Kreuzknoten. Manche verfluchen ihn, manche lieben ihn. Die sogenannte Brezel. Hä? Warum ist das jetzt so leicht? Nice. Das ist die Koje. Heute bin ich am zufriedensten. Das ist heute richtig mit Abstand. Gestern hatte ich gefühlt beim Atmen immer das Tab im Mund. Ich habe es richtig angesaugt. Und der Hannes, der hat heute eine ganz kreative Lösung. Er hat jetzt die Hängematte auf dem Boden, damit er das Mückengitter nutzen kann. Und eine Luftmatratze drin und sein Tab so drüber weg. Funktioniert hoffentlich auch. Hier haben wir jetzt so ein Zelt quasi. Wir machen das Feuer einfach nicht zu groß. Und dann können wir hier drunter sitzen. So, Kollege, lass es dir schmecken. Ich war mir so sicher, als dann das Wasser ins Kajak gelaufen ist. Ne? Da dachte ich, jetzt ist Feierabend. Ja. Dann kann ich ein Koordinaten teilen, hier, wenn eine GoPro und eine Drohne braucht. Ja, hier brauchst du einen Tauchschein, hier ein Scuba-Diver, Flossengröße 42, dann kommst du da ran, Alter.
ich würde da nie wieder runterfahren. Du schon, ne? Ich würde das nie wieder machen. Oh, noch zwei Nächte, Digga. Es ist schön und traurig. Also schön, dass es vorbei ist, und traurig. Der letzte Abend wird nochmal sentimental. Gucken, was morgen noch so gibt. Könntest ja irgendwie auf dem Felsen hier beide. GoPro, Aufnahme stoppen. So, kommen wir hier zur morgendlichen Routine. Als erstes natürlich ein Fischfang. Ich wette, dass ich beim ersten Wurf einen hab. Digga. Ich hab beim ersten Wurf einen Fisch. Der erste Wurf, das ist so krass. Das ist ein bisschen zu klein. Okay, da chillt er jetzt. Ich hoffe, ihr seht das. Weiß ich nicht, was er da hatte. 40, vielleicht 50. Bisschen zu klein. Erster Wurf. Wenn du Seegras dran hast, dann gehen die trotzdem hinterher und drauf. In Deutschland, wenn hier sowas dran hängt, habe ich noch nie einen Hecht gefangen so. Naja, das war nur ein Good Morning Pike. Aber jetzt habe ich erstmal Bock auf einen Kaffee. Ihr könnt eigentlich, generell habe ich die letzten Tage das ganze Wasser direkt aus dem See getrunken. Normalerweise sagt man, dass man kurz bevor man anlegt, nochmal von der Seemitte ein bisschen was nimmt, weil hier natürlich viel, viel mehr Kleinkram, Sedimente, Käfer, was weiß ich, was drin rumschwimmt. Aber ich gucke jetzt mal, dass ich jetzt das nicht aus der kleinsten Pfütze hier nehme. Und dann kochen wir das ja sowieso ab. So ein Kaffee am Morgen ist natürlich den Luxus, den wir uns gönnen wollten. Das ist eigentlich echt geil, man kann das immer wieder verwerten. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 10 Tage lang hier mit den Kaffee gemacht. Hier oben kommt das quasi rein, dann ist dann ein Sieb und läuft dann hier selber rein. Und dann könnt ihr es am Ende wieder aus diesem kleinen Hahn hier wieder auskippen. Also es ist einfach geil, weil, guck mal, das Packmaß. Ne? Das kannst du in die Arschtasche stecken. So sieht dann die Morgenroutine hier so ein bisschen aus. Immer an irgendeinem geilen See. Man hört einfach nichts. Es ist 13.30 Uhr. Ja, Mann. Du hast vielleicht so 13 Stunden gepennt. Ey, Digga, du hast gestern irgendwas gesagt oder so, was Lustiges, wenn wir im Furz gelacht oder so. Und dann hat es wirklich vielleicht eine Minute, eine halbe Minute gedauert, dann hast du ihn losgesägt, Alter. Das ist zur reinen Bärenverteidigung. Mir hat Feuer gemacht. So, wir haben schön Blaubeeren gesammelt, beziehungsweise er, Hannes. Was ist dein Plan jetzt hier? Das ist gleich das geilste Kraut in den Ohren. Ja? Das ist, was du gegessen hast. Geil. War ein paar Brownie eigentlich nur ein bisschen. Also, hast du ein paar Schokobons noch mit reingepackt? Also der Elch, der verdaut das auch nicht komplett, ne? Also ich habe auch aus den Elchmurmeln dann. Ah, cool. Weil die sind dann so wie. Aber die auch nicht, so ein bisschen vorgegart. Hast du das die letzten Tage auch so gemacht? Ja, ja. Kochen mit Hannes. Mann, Kümmel. Das gehört halt dazu. Schön den Fuß daneben, Alter. Schön um 15 Uhr Frühstück. Danke, Digga. Guten. Geil, Digga. Schmeckt gut. Okay. Ja, genau. Da an der Schnur. An der Stahlvorfach. Da an. Ja. So, hier müssen wir eine verpulen. So, ich probiere mein Glück jetzt nochmal vom Rand. Wir haben jetzt einen 70er Hecht gefangen. Und jetzt probieren wir es vorne nochmal ein bisschen auf andere Fische. Vielleicht einen Barsch, vielleicht eine Forelle. Und dann. Hannes sitzt im Boot. Ich probiere das von hier einmal. Ich laufe jetzt nochmal schön durch den Wald. Und einerseits hoffe ich, ich sehe einen Elch. Andererseits hoffe ich, ich sehe keinen Elch. Mal schauen. Man ist hier auf jeden Fall so ein bisschen
aufmerksam. Also die Wälder sind echt zum Genießen da. Es ist extrem unrealistisch, hier einen Bären zu treffen. Es gibt ungefähr 3000 Bären in Schweden, aber extrem viele halt in dem Bereich, wo wir sind. So, hier sind wir an dem Spot angekommen. Und jetzt probieren wir mal hier. Was für eine Landschaft hier, Alter. Aber hier habe ich mir ein kleines bisschen mehr erhofft, muss ich sagen, an Fisch. Man ist jetzt hier aber auch in Schweden so schnell, so krass verwöhnt. 5 Würfe, ein Hecht. Jetzt machst du hier 20 Würfe und bist kurz davor, wieder die Sachen einzupacken. Was ich jetzt aber auch machen werde, weil es mit den Mücken gar nicht klar geht. So Leute, genug geangelt für heute. Damit kann man sich super die Zeit vertreiben, aber es reicht mir jetzt. Ich weiß auch nicht, was Hannes gefangen hat. Deswegen ist es, glaube ich, vernünftig so, dass ich jetzt erstmal aufhöre. Denn einen Fisch haben wir. Ich habe Bock auch eigentlich noch irgendwas zu bauen. Die Schwitzhütte geht mir nicht aus dem Kopf. Und wenn ich jetzt hier nicht reinfall, dann sehen wir uns gleich im Camp wieder. Oh, scheiße. Fuck. Falls ihr dieses Jahr The Race geguckt habt, dann wisst ihr, dass wir auf der Reise nicht viel zu essen und trinken mit hatten, außer Huel. Und das Zeug hat mir auf der Reise ganz schön den Arsch gerettet. Ich bin sehr froh, dass sie bei meinem Projekt jetzt hier mitten in der Wildnis auch dabei sind. An Tag 4 habe ich jetzt hier einfach nur noch mal eine richtige Geschmacksexplosion und bin jetzt gerade ein bisschen gestresst, sag ich mal. Ich habe richtig Hunger. Ich frage mich, wo Hannes bleibt. Der kriegt vom Angeln nicht genug. Und jetzt ist die Situation, dass ich einfach mal Mittagessen ausfallen lassen kann. Quasi, ich hau mir eine Flasche rein und freue mich dann heute Abend auf den frisch gefangenen Fisch. Kriege jetzt keine schlechte Laune. Und genau in die gleiche Situation könnt ihr auch kommen. Ihr müsst irgendwie doch nochmal einen Termin machen, die Kinder abholen. Ihr kennt die ganzen Sachen. Und bevor man das jetzt den ganzen Tag, sag ich mal, schlecht gelaunt rumläuft, helfen diese Trinkmahlzeiten ungemein. Es gibt auch Riegel und die sind sehr lecker. Und zwar so lecker, dass sie schon weg sind. Aber an Tag 4, mitten im Busch jetzt hier. Vielen Dank, Huel, dass ihr dabei seid. Und ich bin so froh, diese Flasche jetzt zu haben. Die habe ich mir sogar in Schweden hier geholt. Gibt's auch hier. Auch hier lecker. Ein bisschen was hebe ich mir auf. Weiter geht's. Das ist der letzte Abend auf unserer Reise. Wir werden nice kochen. Wir wollen noch mal ein richtig schönes Feuer machen. Und wir wollen heute eine Schwitzhütte bauen. Das habe ich bei Niklas on Fire gesehen. Haben wir noch nie gemacht. Werden wir jetzt machen. Wir brauchen natürlich am Anfang erstmal ordentlich Holz. Das ist richtig nices Holz. Scheiße, muss ich auch schon wieder. Vielleicht mache ich das eine Schwitzhütte. Das ist auch clever. Hannes sägt das jetzt immer so ein bisschen vor. Manchmal müsst ihr nur so drei Viertel durchsägen oder die Hälfte. Und dann könnt ihr das abschlagen. Dabei müsst ihr aber aufpassen, dass ihr nicht so einen Kollegen in die Fresse kriegt. Alles schon passiert. So, wir haben jetzt einen Kanister voll Wasser. Da kommen noch Birkenzweige rauf. Also nochmal, ich habe das noch nie gemacht, aber die Birkenzweige klatschen wir dann auf die heißen Steine. Oh, perfekt zum Muttertag das Ganze. So, die kommen jetzt hier rein. Und auf die heißen Steine peitschen wir dann darauf. Wir haben auch schon mal ein kleines Feuer, das machen wir jetzt größer und da kommen die Steine mit rein. So, das sieht gut aus. Weißt du, was auch gut aussieht? Oh, nee, du. Hannes, dein Schuh. Guck mal, der hat da gestern versucht, ein bisschen zu trocknen. Also, der ist jetzt auf jeden Fall richtig trocken. Ja, den kannst du zum Arbeiten nehmen. Nee, Samstag kann ich nicht, mein Schuh ist kaputt. Jetzt wollen wir das wie ein Tipi machen. Also wie so ein Dreibein. Und das Tab rumwickeln. Du bist so ein King an der Axt, Alter. Richt fest. Wir wollen das Ganze natürlich so klein bauen, wie es geht, damit wir so wenig Energie brauchen wie möglich. Also eigentlich wickele ich hier nur wild rum. Ich habe keine Ahnung. Scheiße, das passt gar nicht. Meinst du, das ist zu klein? Ja, wir müssen die komplett einkürzen. Vielleicht nehmen wir auch beide einen Stein in der Hand und legen uns ins Zelt. Hä, warum passt das nicht? Also, wir haben alles nochmal neu gemacht. Wir haben jetzt als Rückwand den Stein genutzt und das eine Bein jetzt hier hoch, dann auf den beiden Seiten abgefangen. Wir haben jetzt quasi eine geile Rückwand und werden das Tarp jetzt da rauflegen. Das sieht richtig wack aus, Alter. Das sieht aus wie Wacken, fünfter Tag und du kommst auf die Idee, doch noch dein Zelt aufzubauen.
Aber desto kleiner das Ding ist, desto mehr Hitze haben wir, ne? Das war ja der Plan. Ich habe den Arsch eingerissen, das Ding. So, so sitzen wir nebeneinander. Da vorne sehen wir noch ein bisschen Licht, da gucken wir mal, ob wir es noch zukriegen. Aber ich denke, es wird funktionieren. Ich glaube auch. Geil. Boah, das ist ein Prachtexemplar. Komm mal nicht gegen das Tab. Heftig. So warm hier. Ja? Hey, Brudi. Jo. Oh, ist das warm, Digga. Ist das ja richtig? Kannst du zumachen? Ja, ja, ich mach zu. Oh. Wie geil ist das denn? Oh, leck mich im Arsch. Wir haben eine scheiß Sauna. Geil, krönender Abschluss, ey. Oh, hast du geschissen? Nee. Okay. Oh, heftiger Scheiß. Oh, es tut gut. Oh, mega. Jawohl. Boah, Digga. Boah, ich krieg echt schwer Luft. Das ist ein Jacke, immer. Das ist genau richtig. Aua! Alter, was geht ab? Alter, krasser Scheiß. I was gonna smoke a joint until I got hot. Ab ins Wasser, Alter. Jawohl. We get lost in the great divide. Rains, it pours, and it burns and shines. Truth can hide behind your eyes like a long lost friend or an alibi. In the end, is where we start. We're stars. Geiler Scheiß. Shine a light on all that's hidden. Strike a match to watch forgiven. Do the best. Hallo. Wir machen uns jetzt noch so Gemüsetäschchen und den Hecht. Nee, sieht eigentlich ganz geil aus. Guck mal, hier ist also alles drin. Hey, finally we made it. So sieht's aus. Lass dir schmecken. Zwei Freunde, die sich in den extremsten Momenten aufeinander verlassen konnten. Okay, meinst du, das klappt? Nee. Nach Tagen voller Herausforderungen und Gefahr haben sie es gemeinsam geschafft. Die Erinnerungen daran unvergesslich. Diese ganze Moos-Scheiße. Diese Reise war mehr als nur ein Abenteuer. Das Ding ist scheiße! Fuck! Es war eine Prüfung ihrer Freundschaft. Ich glaube, Brian hat mich nur mitgenommen, dass er mich als erstes runterschickt. Die sie für immer zusammenschweißen wird.